Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort alle bzw. alles genauer an. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Gute zum Geburtstag. Ich wünsche, Punkt, 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 einen schönen Tag. Punkt, 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 wird gut. Punkt, 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 in, Punkt, 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 bin ich zufrieden. Aber vor, Punkt, 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 allem mit dir. Punkt, 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 kann über, Punkt, 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 passieren. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Alle, B. Allen, C. Allem, D. Alles und E. All. Setzen wir ein. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche allen, Dativ Plural, einen schönen Tag. Alles wird gut, Nominativ. Alles in allem bin ich zufrieden. Das ist ein fester Ausdruck und bedeutet insgesamt. Aber vor allem mit dir. Vor allem bedeutet ganz besonders. Alles in allem bin ich zufrieden, aber vor allem mit dir. Alles kann überall passieren. Alles kann überall passieren. Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Alles wird gut. Alles in allem bin ich zufrieden, aber vor allem mit dir. Alles kann überall passieren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung.